Man kann es jeden Tag in der Zeitung lesen. Wir stehen ganz am Anfang. Die Kritiker gibt es überall. Gegen etwas zu sein ist halt wesentlich einfacher als für etwas zu sein. Das merken wir in der Elektromobilität extrem. Ich hatte immer so den Drang, irgendwie was zu schaffen, was es vorher so noch nicht gab. Und bevor wir uns tot diskutieren, testen wir es einfach mal und schauen, wie der Kunde so darauf reagiert. Jeder muss einfach mal elektrisch fahren. Und wenn sie es einmal gemacht haben, dann sind sie begeistert. Das ist ein Riesenspagat vom Traditionsunternehmen hier in Nordrhein-Westfalen, jetzt in völlig neue Themen zu gehen, wie Elektromobilität. Wir haben uns da für ein besonderes Konzept überlegt, im Sinne eines Startups zu führen, um neue Sachen auch voranzutreiben, auch innerhalb einer historisch gewachsenen Struktur. Wir haben vor knapp 2 Jahren angefangen und am ersten Tag haben wir uns hier in Karst auf den Platz gestellt. War saukalt und natürlich wollte keiner irgendwie anhalten, um mit irgendjemandem Fremden auf der Straße zu sprechen über Lebensmittel. Mittlerweile liefern wir in 9 Städte aus, in ganz NRW, über 200 Autos in der Elektrolieferflotte und wir haben knapp über 500 Mitarbeiter schon, aber hier hat alles angefangen. Die Energiewende, die macht jetzt irgendwo ein paar 100 Terawatt aus. Die Verkehrswende ist doppelt so groß. Ja, wenn wir es schaffen, die Autos alle elektrisch zu kriegen, dann machen wir solch einen Beitrag zum Klimaschutz. Ich finde, das ist einfach so ein Ansporn, ja, und meinen Kindern da ein bisschen eine bessere Welt hinterlassen. Toll. Und hier haben wir ein gutes Produkt und das können wir in die Welt tragen. Und das tun wir auch.